Hi, ich bin Stefan und wir schauen uns heute die British American Tobacco an. British American Tobacco ist momentan sehr, sehr günstig, ist natürlich ein Tabakhersteller und darüber kann man sich streiten. Sie sind halt momentan vor allem auf dem Weg in eine modernere Zukunft mit ihren Dampfprodukten und versuchen halt ihr Geschäftsmodell umzubauen. Aktienkursmäßig sieht das momentan sehr, sehr spannend aus. Wir sind gerade an einer starken Widerstandslinie, sodass ich davon ausgehe, dass der Aktienkurs jetzt bald drehen wird. Ja, mit meinen 20 Jahren Aktienerfahrung würde ich momentan sagen, das ist gerade ein sehr, sehr spannendes Investment. Und ja, wenn du gerade auf der Suche nach einem Investment bist, bist du hier, glaube ich, genau richtig. Also, los geht's. Denk dran, du bist selber für dein Geld verantwortlich und ich kann keine Haftung für das übernehmen, was du mit deinem Geld machst. Wenn du es genau wissen willst, mach einmal kurz Pause und lies es dir kurz durch. So, ja, blicken wir einmal kurz auf die harten Fakten bei British American Tobacco. Wie ihr sehen könnt, die Bewertung ist aktuell sehr, sehr gut. Meine Skala geht ja von minus 15 bis plus 17 und da sind 13 Punkte richtig gut. Also die allerbesten Aktien haben so 13, 14 Punkte. Ich habe noch nie 15 gesehen. Die Dividendenrendite liegt bei 8,3%, also sehr, sehr hoch, und die Investmentrendite bei 10,4%. Das bedeutet halt, wenn du 1 Euro in das Unternehmen investierst, bekommst du 8,3 Cent Dividende ausgeschüttet und das Unternehmen macht 10,4 Cent Gewinn. Die Unternehmensrendite liegt bei 5,7%. Der Wert ist ganz okay. Das heißt, wenn das Unternehmen selber einen Euro investiert und damit Fabriken und sowas baut, machen sie 5,7 Cent Gewinn. Und die Eigenkapitalquote ist mit 45,7% auf jeden Fall solide. Blicken wir einmal auf den Chart. Wo kommt BAT her? Ihr seht es hier, wir waren so bei 57 ungefähr in 2016. Und dann sind wir abgeschmiert, und zwar schon ziemlich lange. Ne? Hier so 2018 rum ungefähr ist dieser Einbruch gewesen. Und seitdem bewegen wir uns ziemlich mit einer ziemlichen Seitwärtsbewegung. Ne? Wir sind hier so bei 26 hier in den Tiefspunkten gewesen und in den höchsten Punkten waren wir so bei 35. Und was momentan sehr spannend am British American Tobacco ist, dass wir hier halt eine sehr stabile untere Kante gefunden haben, beziehungsweise eine Widerstandslinie. Und da sind wir jetzt gerade. Und deswegen ist es durchaus so, dass das gerade eine sehr interessante Einstiegsposition ist. Theoretisch kann es natürlich sein, dass die Aktie unten durchfällt. Praktisch würde ich sagen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das gerade ein guter Einstiegszeitpunkt ist, wenn man auf, ich sag mal, solide Geschäftsmodelle steht. Und wenn du genauso jemand bist, der nach guten, günstigen Unternehmen sucht, dann wirst du hier wahrscheinlich fündig werden, solange du nicht zu hohe moralische Ansprüche an deine Investments hast. Also gucken wir uns einmal die Geschäftszahlen an. In Rot haben wir wieder die Umsatzerlöse und wie wir sehen können, die Umsatzerlöse sind schön gestiegen und die letzten 3 Jahre waren sie ziemlich konstant, wobei das aktuellste hier die Daten von 2020 sind. Die Dividende je Aktie wurde schön gesteigert, kontinuierlich immer weiter, und sie schütten momentan 2,16 britische Pfund aus, bezogen hier auf den Kurs. Von 25 britischen Pfund sind wir halt bei diesen 8% Dividendenrendite, was ziemlich gut ist. Das Ergebnis je Aktie seht ihr hier, da haben wir hier diesen Peak in 2017, der, glaube ich, durch den Verkauf zustande gekommen ist. Ja, und ansonsten haben wir eine sehr konstante Entwicklung. Wir können das hier unten auch nochmal in den Zahlen uns genauer angucken. Also der Gewinn ist sehr schön gestiegen, ne? Hier von 1,67 in 2014 bis auf 2,80. Und ja, so ging das dann gemütlich nach oben die ganze Zeit. Also eine sehr, sehr schöne Entwicklung, tolle Entwicklung im Umsatz, tolle Entwicklung in den Ergebnissen die Aktie und auch bei den Dividenden einfach prima. Und das ist jetzt halt das, was man einfach sagen muss. Die Dividende ist schön gesteigert worden, die Gewinne sind schön konstant und können auch gut ausbezahlt werden. Man muss allerdings sagen, dass fast der gesamte Gewinn ausgeschüttet wird. Ne? Ihr seht es hier, 2,8 britische Pfund Gewinn und 2,16 Dividende. Das heißt, so viel Platz nach oben zum Ausschütten ist eigentlich nicht, es sei denn, die Geschäfte laufen immer besser.
Ja, dann blicken wir doch einmal kurz hier auf die Entwicklung vom Eigenkapital und der Bilanzsumme. Ich habe es gerade schon gesagt, es wird fast der gesamte Gewinn als Dividende ausgeschüttet. Deswegen sehen wir auch hier einfach nur eine konstante Bewegung. Das hier war diese Übernahmesituation, das heißt, das muss man eigentlich so ein bisschen rausrechnen. Aber wie wir sehen können, ist es einfach konstant. Ja? Also sowohl Bilanzsumme als auch Eigenkapital bleiben ungefähr auf dem gleichen Level. Und wir haben halt diese Verschuldung von ungefähr 55% bzw. das Eigenkapital von 45%. Was sehr, sehr solide ist. Zusammengefasst lässt sich also sagen, British American Tobacco ist ein Top-Unternehmen aus einer wirtschaftlichen Sicht und auch aus einer Investment-Sicht. Also sie sind vor allem gerade besonders günstig und zahlen eine unglaublich hohe Dividende. Ich suche ja immer nach günstigen Aktien von guten bis sehr guten Unternehmen. Und ich denke, wir haben hier eine sehr günstige Aktie von einem guten Unternehmen. Und deswegen ist das sicherlich eine große Chance. Wenn du jetzt sagst, hey, ich will jetzt dazu noch mehr wissen, dann nehme ich dich jetzt nochmal mit in den aktuellsten Geschäftsbericht. Ja, also bleiben wir einmal kurz vielleicht auf finanzen.net. British American Tobacco ist der größte internationale Hersteller von Tabakprodukten und Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises, HB, Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selbstdrehen, Zigaretten und Snus. Die machen also alles, was irgendwie mit Rauchen zusammenhängt. Und sie haben hier in 2017 Reynolds American übernommen. Das ist dieser Peak, den wir gesehen haben und der Peak im Gewinn. So. Das Aktuellste, was wir zur Verfügung haben, sind hier die Halbjahresdaten von 2021. Und deswegen blicken wir da jetzt einmal rein. Ja, was ist momentan die große Aufgabe von British American Tobacco? Ihr seht es hier schon, sie wollen die gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens momentan verbessern. Und das heißt, sie versuchen halt zu risikoreduzierten Alternativen zu wechseln. Und halt ihr Unternehmen auch danach auszurichten. Also das ist momentan der große Schritt, der ja, erforderlich ist auf jeden Fall für die großen Tabakhersteller. So, jetzt kann man hier mal gucken, also wie wollen Sie das machen? Also aktuell haben Sie ja, verkaufen in erster Linie Zigaretten und da geht das Volumen immer weiter zurück. Ja, also das heißt, es werden immer weniger Zigaretten verkauft, aber Sie können halt die Preise steigern. Durch diese ganzen Steuern, die da drauf kommen, das nutzen die halt immer, um selber auch ein bisschen ihre Gewinnmarge zu erhöhen. Und ja, deswegen funktioniert das relativ gut. Und sie wollen halt schaffen, dass sie auch im Volumen wieder wachsen. Das heißt, deswegen versuchen sie neue Kategorien halt zu erfinden. Das sind diese ganzen Dampfer und was es da so gibt. So, dazu haben sie gewisse Ziele. Ja, sie wollen 50 Millionen Kunden haben für Nichtverbrennungsprodukte bis 2030 und wollen den Umsatz in der neuen Kategorie um 5 Milliarden steigern. Also, ja, und dann haben sie hier noch so ein paar Klimaziele, also CO2-neutral sein und einfach Plastikverpackungen wollen sie halt abschaffen. Ja, was sind diese neuen Produkte? Also Glow, Velo und Fuse sind halt die drei Brands, die unter British American Tobacco laufen. Und diese haben halt sehr, sehr gute Wachstumsraten, wie ihr hier sehen könnt, ne? 63%, 59% und 38% Umsatzwachstum. Das ist natürlich ziemlich gut. Man muss das Ganze immer so ein bisschen zwiegespalten sehen, weil natürlich, wenn Raucher umsteigen, sie natürlich auch weniger Zigarettensachen kaufen. Aber vom Prinzip her ist das für British American Tobacco, glaube ich, ja, auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Zumindest aus der unternehmerischen Sicht. Ich persönlich jetzt aus einer menschlichen Sicht sehe das eher kritisch, diese Entwicklung, weil es das Rauchen so ein bisschen ja, vereinfacht, besser schmecken macht. Ich sehe das so ähnlich wie die Mentholzigaretten, die ja auch irgendwann verboten wurden. Muss man halt sehen, man hat immer dieses regulatorische Risiko, wenn man in so eine Aktie investiert, dass dort eventuell gegengesteuert wird. Normalerweise passiert das aber nicht in allen Ländern gleichzeitig, sondern es geht in einzelnen Ländern los. Und das kann man also einfach relativ gut auch beobachten. So, dann können wir uns hier den Marktanteil angucken, den die einzelnen Aktien haben. Das heißt, hier in den Top 5 Märkten hat Fuse 32% Marktanteil, Glow 17% in den Top 9 und Velo in den Top 5. Das ist natürlich die Frage, was sind diese Top-Märkte?
Werte. Das erzählen sie uns gerade erstmal noch nicht. Aber ja, also wie wir sehen können, sie haben schon eine relativ gute Präsenz in diesem Markt und sie sind natürlich die absoluten Werbeprofis. Ja, also von daher, ich denke schon, dass wir hier auch weiter so ein starkes Wachstum sehen werden hier in den Marken. Jetzt kann man sich hier angucken, welche Arten von Produkten das sind. Also wir haben einmal diese THP, die Vapor-Produkte und die Modern Orals, also sowas wie die Kautabak in modern. Und dann haben wir noch den Traditional Oral Tabak. Wie wir sehen können, ist das hier konstant. Modern Oral ist stark gewachsen um 45%, 31% die THP-Produkte und die Dampfprodukte um 13%. Also die wachsen einfach ziemlich gut. So, hier, das ist halt ihr persönlicher Wachstumsmarkt. Ihr merkt es schon, die reiten die ganze Zeit darauf rum, weil der andere Markt halt nicht sonderlich toll performt. Ne? Aber da sehen wir einfach hier das schöne Wachstum. Wir müssen gleich mal gucken, wie viel Prozent des Umsatzes das ausmacht. Das dürfte noch nicht so richtig viel sein. Also ne, hier 2,6 Millionen ist jetzt bei einem Unternehmen, was mehrere Milliarden wert ist, eigentlich vernachlässigbar klein. Aber das ist halt deren Zukunft und da setzen die halt drauf. So, ja, gucken wir uns einmal hier 2021 an. Also das hier sind die Daten, was passiert ist. Also der Umsatz ist leicht zurückgegangen um 0,8%, aber das ist ehrlich gesagt, glaube ich, vernachlässigbar. Die Operating Margin ist ein bisschen schlechter geworden und der Profit from Operations ist um 3,7% gesunken, genauso wie der Gewinn vor Steuern. Ja, also ihr habt hier neben noch so eine zweite Spalte, da geht es, glaube ich, um die Wechselkurse. Also das britische Pfund hat relativ stark zugenommen und wenn man das britische Pfund, wenn man das konstant lassen würde, dann hätten wir halt hier diese positiven Werte. Das heißt, in erster Linie ist es auf Wechselkurseffekte zurückzuführen, dieser Rückgang. Und ja, das ist immer relativ positiv für uns. Und hier seht ihr das nochmal. Wir haben hier der Combustibles-Bereich, also die Zigaretten sind um 5,2% gewachsen, die Non-Combustibles um 2,9% und das hier sind die Währungseffekte, sodass im Endeffekt das der Umsatz ist. Für uns als Investoren aus der Eurozone ist es sogar so, dass das hier relativ positiv ist. Also, weil wenn das britische Pfund halt recht stark ist, bekommen wir halt relativ viel Dividende. Das heißt, auch für unsere Dividende, also für uns sind es wahrscheinlich eher diese plus 8%, die das Unternehmen gemacht hat. Weil für uns der Währungseffekt halt positiv wirkt, während er für das Unternehmen halt eher negativ wirkt. So, jetzt sehen wir hier auch, was die Top 5 Märkte sind: USA, Kanada, UK, Frankreich und Deutschland. Ja, also westliche Welt. So, hier sehen wir das Fuse-Wachstum. Ja, sehr, sehr schön einfach, ne? Kann man wirklich nicht anders sagen. Also, das wächst wie Dulle. So, dann haben wir hier Glow, die sind halt in anderen Märkten vertreten, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Die Wachstumsraten sind hier wesentlich geringer und sie machen halt ungefähr 80% ihres Umsatzes halt in diesen drei Ländern. Also das Wachstum lässt ein bisschen nach. So, dann sehen wir hier noch British American Tobacco, also die Hauptmarke, hat halt sich hier in den unterschiedlichen Regionen sehr positiv entwickelt. Hier im europäischen Raum sind sie leicht zurückgegangen, in den USA dafür stark gestiegen. Ja, also prinzipiell eine sehr positive Entwicklung auch bei der Kernmarke British American Tobacco. Ja, kommen wir zum kleinen Fazit. Also British American Tobacco ist, glaube ich, aktuell ein sehr, sehr spannendes Investment. Unternehmerisch geht es dem Unternehmen sehr, sehr gut. Der Preis ist nach wie vor günstig. Wir sind gerade auf dem Unterstützungsniveau. Also ich würde sagen, das ist momentan ein ziemlich guter Deal und wenn du gerade auf der Suche nach einem Investment bist, schau dir doch mal British American Tobacco noch einmal genauer an. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!